Seit über 60 Jahren ist die Schiffsbegrüßungsanlage Willkommen Höft eine echte Institution, wenn es darum geht, dass im Hamburger Hafen Schiffe aus der ganzen Welt begrüßt oder verabschiedet werden. Hartmut Hoffmann, Sie sind sogenannter Begrüßungskapitän. Warum nicht Verabschiedungskapitän? Weil die Schiffe, die rausfahren, werden ja auch raus begleitet. Ne? Jedes Schiff, was in dem Hafen ist, wird natürlich auch wieder raus begleitet. Natürlich, nach Tageszeit natürlich auch. Wenn wir natürlich morgens ein Schiff begrüßen, kann es natürlich sein, dass es in der Nacht irgendwann wieder rausgeht. Verabschieden die Schiffe genauso herzlich, wie sie empfangen werden im Hafen. Wir können ja mal einen kleinen Blick auf Ihren Arbeitsplatz hier werfen. Hinter Ihnen, das sind ja unzählige Nationalhymnen. Und was das wirklich Interessante ist, wir können mal drauf schauen, tatsächlich noch Kompaktkassetten. Die Jüngeren unter uns wissen gar nicht mehr, was das ist. Das ist richtig. Das sind also 150 Nationalhymnen von Ländern, die zur See fahren. Ja. 1952 begann ja die Schiffsbegrüßungsanlage hier. Zuerst waren nur Shantychöre und hier aus Wedel der Männergesangverein, die Nationalhymnen gesungen haben. Ach, die wurden damals live gesungen? Richtig, die wurden live gesungen. Da hat also Herr Behnke, der Begründer der Anlage, hat Mikrofon gehabt, einen Verstärker und einen Lautsprecher. Das war eigentlich alles, weil die Gäste fragten, was ist denn das für ein Schiff, wo geht das hin, wo kommt das her? Und dann hat er das langsam aufgebaut. Dann so hat, fing das alles an. Dann hat früher Firma Philips gesagt, okay, wir machen euch eine Verstärkeranlage und haben später, bald nach 1952, Schallplatten gepresst. Extra für die Begrüßungsanlage. Schau mal hier, Nationalhymne Philippinen für die Einreise in den Hamburger Hafen. Ist das schön, oder? Das sind extra für uns gepresste Schallplatten. Die wurden extra für uns hergestellt. Mittlerweile ist die Technik aber auch bei Ihnen fortgeschritten. Ja. Und die Musik kommt dann auch von der Festplatte teilweise, ne? Also sehen wir es auf dem Rechner. Später kam dann die Kassette dazu und jetzt haben wir die Festplatte. Da haben wir jetzt 153 Nationen, 153 Nationalhymnen von Ländern, die halt zur See fahren. Ja, die chinesische Nationalhymne hörten wir zur Begrüßung des Containerkarriers Jakarta Express. Das Schiff wurde gebaut auf der Samsung Heavy Industries Werft in Kochi in Südkorea und im Jahre 2006 ist dieses Schiff in Dienst gestellt worden. Stichwort Arbeitsplatz, wenn man sich mal hier umguckt, in den Blick schweifen lässt. Es ist der schönste Arbeitsplatz der Welt. Ihnen geht schon gut hier, oder? Es ist der schönste Arbeitsplatz der Welt. Für mich. So, liebe Zuschauer, ich werde weiterhin die Schiffe begrüßen und verabschieden. Das Ganze hier noch sehr entspannt genießen. Bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man Tschüss.